Das Aqualand in Köln ist die Adresse Nummer 1 der Erlebnisbäder in Nordrhein-Westfalen. Die waghalsigen Rutschen, eine riesige Badelandschaft und Erlebnisgrotten lassen keine Wünsche offen. Spaßfaktor pur. Manche Pärchen, die fühlen sich dann unbeobachtet. 130 Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf, denn 500.000 Badegäste strömen jährlich ins Wasserparadies. 25,90 Euro kostet der Eintritt mit Saunanutzung. Wir sind auf 100 Metern, dieses Mal im Erlebnisbad in Köln. Meter 1, hier hat die 23-jährige Jenny mit ihren täglichen Problemen zu kämpfen. Bitte nicht vom Beckenrand springen! Jenny ist hier im Aqualand seit 2 Jahren Bademeisterin. Dass seine Frau das Sagen am Beckenrand hat, kommt gerade bei vorlauten Teenagern nicht immer gut an. Die springen halt einmal vom Beckenrand, dann geht man hin, man sagt ihnen, sie dürfen halt nicht vom Beckenrand springen. Beim zweiten, dritten Mal, dann wird man dann natürlich schon ein bisschen auch ernster. Und wenn sie es dann immer noch nicht begreifen wollen, dann muss man sie leider des Hauses verweisen. Jenny weiß sich durchzusetzen. Doch nicht nur am Beckenrand muss sie ein besonderes Auge auf die Gäste werfen. Manche Pärchen, die fühlen sich dann unbeobachtet, ungestört, die ziehen sich dann in die Grotte zurück. Aber man ist dann nicht so unbeobachtet, wie man denkt. Ne? Also wir haben schon auch überall Kameras installiert. Sie hat die Aufsicht über alle Badegäste, ob in der Grotte oder eben in einem der 4 Schwimmbecken. Auch heikle Situationen bleiben dafür eine Bademeisterin nicht aus. Ich musste einmal reinspringen und einen Jungen an Land ziehen quasi. Ne? Der sollte versuchen, schwimmen zu lernen. Der Vater saß nur leider am Handy, hat es nicht mitbekommen, dass er sich nicht mehr über Wasser halten konnte. Auf Meter 16 bringt Saunamitarbeiter Jens alle zum Schwitzen. Der 25-Jährige heizt hier seit 3 Jahren den Gästen ordentlich ein. Und bei seinem Astralkörper wird auch den Ladies ganz ohne Aufguss so richtig heiß. Guckt da Jens nicht auch gerne zurück? Man entwickelt so ein bisschen Tunnelblick, also meistens geht man dran vorbei, also ja, Telefonnummern kommt schon manchmal vor, aber meistens kommen dann immer so irgendwie Freundinnen oder sonstiges und kommen dann bei uns zur Badeaufsicht in den Raum rein und geben das einem Kollegen ab. Angenommen hat der Charmeur angeblich noch nie eine Nummer. Wir sind bei Meter 24. Hier im Restaurant des Erlebnisbades leitet Nihat ein 34-köpfiges Team. Am besten geht ihr hier raus erstmal. Kümmert euch noch ein bisschen Kaffeemaschine, guck mal, wie viel Milch drin ist. Flasche anfüllen und dann die Schilder dranhängen, ja? Danke. Ich habe ja angefangen als Spüler, mit 15, 16 so, nebenbei noch zu joggen. Im Abi da dann zugemacht und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, einfach hier das Ganze mal zum Lebenswerk mehr oder weniger zu machen. Gehöre mehr oder weniger auch schon mit zum Inventar. Vom Tellerwäscher zum Teamleiter. Auf diese Laufbahn ist der in der Türkei geborene Nihat extrem stolz. Aber was passiert, wenn Gäste plötzlich in seinem Bereich Probleme machen? Was los? In 10 Minuten bei euch drüben, ja? Eine Gruppe alkoholisierter Männer ist im Essensbereich lautstark geworden und hat andere Badegäste belästigt. Nihat muss beruhigen. Wir haben angefangen mit Essen rumzuwerfen und so und das geht gar nicht. Und jetzt habe ich ihn noch ein letztes Mal ermahnt. Beim nächsten Ton. Ciao. Bei der Essensausgabe auf Meter 38 laufen derweil die Friteusen auf Hochtouren. Mitarbeiter Daniel kommt ursprünglich aus Ungarn und arbeitet seit 6 Jahren hier. Für 5,80 Euro verkauft er hier das Lieblingsgericht vieler Badegäste. Am Wochenende verbringen wir sehr, sehr viel Currywurst-Pommes auf jeden Fall. Bestimmt 1000, 1500 Stück, also Portion. Auf Meter 53 wackelt Peter. Er ist einer von 4 Technikern und kennt das 1300 Quadratmeter große Bad in- und auswendig. Regelmäßig muss er die Rettungsklappen der Rutschen kontrollieren, denn nicht selten werden Badegäste übermütig. Man muss den Leuten erst erklären, dass man sich hier so brachial verletzen kann, dass es unter Umständen sein kann, dass jemand querschnittsgelähmt ist, wenn er dem anderen in den Rücken rutscht. Muss man erst so eine Anekdote an den Tag bringen, damit die Leute verstehen, es ist wirklich gefährlich. Rutsche sollte wieder in Ordnung sein und funktionieren. Bitte Freigabe. Deshalb kann jetzt endlich auch Rutschenboy Roman auf Meter 66 seinen Job machen. Dass der 25-Jährige eine Ausbildung zum Bademeister gemacht hat, ist kein Zufall. Meine Mutter, mit 14, 15 ungefähr, ist sie in der Badewanne untergetaucht und hatte davor panische Angst. Da hat sie sich dann halt gesagt, wenn ich ein Kind habe, guck, dass der wasserdicht ist. So bin ich hier gelandet. Und seitdem steht er an der ersten Looping-Rutsche Deutschlands mit Raketenstart. Und der nächste.
Wie stellst du dich am besten da rein? Reinstellen, Beine zusammen und die Arme überkreuzen. Hoch. Ach so. Genau. Und genießen. Okay. Ich hatte mal einen Jungen hier, der war ungefähr in 40 Minuten 50 Mal hier oben. War auch schon am Tauben und alles voll auf Adrenalin. Ich habe schon auch gesagt, mach mal kurz Pause. Ist dann halt, dann kommt man von oben sehen, wie er dann Richtung Liege gegangen ist, dann leicht umgekippt ist. Mit 4 Kameras hat Roman aber alles im Blick. Denn die Sicherheit der Gäste steht an erster Stelle. Und den Besuchern gefällt's. Abwechslung vor allem. Also wir waren jetzt auf 3 verschiedenen. Das war alles ganz gut. Und also hat auch Spaß gemacht. So. Manche sind halt ein bisschen schwieriger, aber sind sehr gut. Auf 1,83 Meter wird Relaxen großgeschrieben. In Janines Hände begeben sich alle, die genug von der Wasser-Action haben. Und dabei lassen sich viele ganz tief fallen. Für die 26-jährige Masseurin vielleicht manchmal etwas zu viel Entspannung. Ich hatte mal eine peinliche Situation, da hat einer plötzlich ganz laut angefangen mit Schnarchen. Auch so, dass er erschrocken war davon und ich. Und hat sich dafür entschuldigt, aber das ist ganz normal. Am Ende, auf 1,100 Meter, wird bei Otti, der guten Seele des Aqualands, an der Kasse abgerechnet. Ich bin zwar nicht die schnellste Kassiererin hier, ja, da sind die Jüngeren viel schneller als ich. Aber wenn neue Gäste kommen, ja, so erklären, und das ist mein Highlight, das mache ich gerne. Und das wissen die Gäste zu schätzen. Auf diesen 100 Metern hält ein Team zusammen, damit jeder Tag im Erlebnisbad für die Besucher unvergesslich wird.